Herzlich willkommen zurück bei Ground and Pound TV. Wir sind heute bei der 13. Ausgabe von Respect FC. An meiner Seite Jonas Bilstein, der neue Interims-Champion im Halbschwergewicht. Der Gürtel ist gerade nicht da, aber Lob von Mama hast du schon bekommen. Mehr kann man auch, genau, das ist die Hauptsache. Schilder uns doch mal den Kampf gegen Tassi Solar jetzt. Der Kampf ist einigermaßen so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Ich wollte viel im Stand arbeiten und ein bisschen so, ich habe jetzt die Zeit lang... Seit meinem letzten Kampf viel im Stand trainiert, ein bisschen was so an dem Boxen und so gearbeitet. Und das habe ich jetzt gehofft, im Kampf umsetzen zu können. Habe ich soweit ganz gut gemacht, so für meinen Teil. Der ist halt unglaublich zäh, das wusste ich schon vorher, hat sich im Kampf jetzt wieder gezeigt. Und deswegen ist der Kampf über die Runden gegangen, genauso. Aber war ein sehr, sehr schöner Kampf, hat richtig Bock gemacht und mir persönlich sehr, sehr viel gegeben. Ja, du sagst, er ist jetzt zäh, man sieht auch, du hast ja schön einen Eisbeutel auf der Hand. Also hast ihn auch einige Male erwischt, nicht nur mit deinen Kicks, sondern auch mit deinen Fäusten. Hast du damit gerechnet, dass er sich 3 Runden lang mit dir im Stand schlagen will? Ja, irgendwie schon. Nach dem Kampf gegen meinen Teamkollegen Big Daddy habe ich dann auch gedacht, so, der ist auch ein bisschen auf der Schiene, so jetzt den Standkampf für sich zu entdecken und was ihm persönlich wahrscheinlich auch liegt. Und jetzt nichts hier, no offense, aber ich weiß auch nicht... mit Takedowns wäre ich auf jeden Fall besser gekommen als mit einem anderen. Deswegen hatte ich das schon so erwartet, dass das wieder so ein Standkampf wird wie der letzte von ihm. Du spielst die Takedowns an, die haben auf jeden Fall auch einen Ausschlag gegeben bei den Punktrichtern. Du hast ihn ja ein paar Mal auf die Matte gebracht. War aber auch ein bisschen schwierig, ihn da zu halten. Lag es daran, dass er so glitschig war? War der Ring auch so ein bisschen glitschig? Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen so, ich arbeite am Boden viel, das sagt den meisten wahrscheinlich nichts, aber ich arbeite am Boden immer viel mit Gegendruck, also wenn der jetzt in die Richtung geht, dann drücke ich in die andere, um das simpel auszudrücken und das klappt bei so einem rutschigen Boden nicht so gut. Deswegen auch die Mount nicht so gut halten können, weil, wie gesagt, damit ist er einfach weggerutscht und dann in den toten Winkel gedrückt worden. Das ist schwierig hier auf so einem Boden, wie der das war. Es ist halt jetzt nicht allein die Handschuhe schuld, es ist sehr, sehr schwül heute und da liegt immer permanent so ein Film über der Matte und da ist es einfach schwierig, eine gute Kontrolle aufzubauen in jeder Situation. Du sprichst den letzten Kampf von Tassi Solar an, den man gesehen hat, und zwar der gegen Andreas Kanutakis. Er hat ja im Nachgang gemeint, dass er den Kampf gewonnen hat und man sich die Bilder anschauen muss. War das jetzt noch so ein bisschen persönliche Motivation, gegen ihn da jetzt anzutreten? Also der Kampf gegen Kanutakis und vor allem das, was im Nachgang noch geäußert wurde? Nee, gar nicht. Wie gesagt, das ist Tassi Solar auf den ersten Hörer. Das ist ein Typ, der ist einfach extrem ehrgeizig. Vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig, meiner Meinung nach. Und deswegen nimmt man ihn entweder so als Typ und mag ihn als Typ, so nicht, aber wenn man ihn als Typ akzeptiert, was ich tue, dann kann man ihm das nicht übel nehmen, sodass er sich über verlorene Kämpfe, die knapp waren, was der Kampf definitiv war, aufregt. Das liegt wahrscheinlich einfach in seiner Natur. Jetzt gebe ich noch einmal kurz auch das Wort an deinen Trainer Mike Hüppers. Mike, wie zufrieden warst du mit der Taktik von Jonas und mit dem Ergebnis natürlich auch? Ja, mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden und die Taktik ist aufgegangen. Es hat alles super geklappt. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der Kampf vorzeitig ändert, aber in der Rundenpause sagte der Jonas schon, den kannst du nicht K.O. schlagen, der nimmt alles. Ich habe ein paar Mal gesehen, wie der Kopf von dem ordentlich geflogen ist und das hat er so locker weggesteckt. Also Tassilo ist ein unheimlich zäher Bursche und blieb auch die ganze Zeit sehr gefährlich. Also Jonas musste schon aufpassen. Ja, deswegen habe ich ein paar Mal mich entschlossen, so wenn ich in den Ring gegangen hatte, da haben sich wahrscheinlich die meisten gedacht, so hier, mach doch noch. Aber obwohl er halt die ganze Zeit gefressen hat, ist er immer noch sehr, sehr kontergefährlich. Ich habe gesagt, bevor ich jetzt hier, irgendwann habe ich es ein bisschen antizipieren können, weil er dann zurückkommt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, komm, ich lieber nochmal neu rein, anstatt jetzt auf den Konter zu riskieren. Das geht auf jeden Fall über die Runden, habe ich mir auch noch dazu gedacht. Dann schieben wir das lieber so und das hat ganz gut geklappt. Ja, auf jeden Fall eine sehr dominante Leistung im Stand. Du hast zwar ein paar Treffer auch nehmen müssen, also teilweise beim Ende des Schlagabtauschs hat er noch eine linke rausgehauen, die öfters mal eingeschlagen ist, aber an und für sich kann man wohl sagen, dass du ihn im Stand auf jeden Fall bestimmt hast. Jetzt blicken wir doch mal in die Zukunft. Das nächste Duell von dir steht ja schon an. Im November bei GMC soll es gegen Nick Salcho gehen. Man sieht, du bist schon freudig erregt. Behalt bitte alles in der Hose. Wie motiviert bist du jetzt schon auf diesen Fight? Ich bin übertrieben motiviert. Ich habe in dem Kampf ist noch an den nächsten Kampf schon gedacht. Ich konnte es mir nicht verkneifen. So, ich habe tierisch Bock und hoffe, dass der nicht irgendwie abgesagt wird. Ja, es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir uns gedulden müssen, was diesen Kampf angeht. Das hätte ja schon bei der letzten GMC stattfinden sollen. Ich rechne eher auf mich, aber trotzdem lag ich ab.
Ja, gegen Nick Salcho wird der Gameplan, nehme ich an, ein bisschen variiert werden, oder? Ist ein bisschen komplexer, was soll ich sagen? Ja. Ist ein bisschen komplexer. Gibt es da auch schon eine weitere Planung? Also entweder bis zu dem Kampf dahin oder danach dann schon? Nee, also der ist jetzt erstmal, was heißt Priorität, aber der ist auf jeden Fall erstmal das Zentrum meines Denkens und alles Weitere kommt dann danach. Ja, sehr schön. Dann danke ich dir im Namen der Fans, die heute hier in der Halle waren. Und, ich muss auch noch danken natürlich. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich für meinen Teil verabschiede mich schon mal von der Kamera. Die letzten Worte gehören aber natürlich dir. Ja, ich muss mich ganz herzlich bedanken bei vielen Leuten, die mich in der Vorbereitung unterstützt haben. Es war eine sehr, sehr gute. Ich war in Schweden eine gute Zeit lang bei dem All-Stars-Team, den ich jetzt hier danken muss, wahrscheinlich, obwohl das wahrscheinlich niemals ankommt, aber vielleicht über Umwege. Ich danke natürlich wie immer meinem Combat-Club, der mich wieder total gut unterstützt hat mit allem, was er hatte. Ich danke meinem neuen Sponsor. Wie man vielleicht sehen kann, sind wir jetzt mit Adidas am Arbeiten und werden unterstützt von denen, was mir persönlich jetzt sehr, sehr viel gegeben hat für den Kampf, auch einfach, weil das was ist, was nicht jeder hat, das ist aber noch für mich auch, wenn es nur, nur in Anführungsstrichen nur ein Sponsor ist, ist es trotzdem einfach mal was Neues und das ist was sehr, sehr motiviert und mich persönlich sehr motiviert und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und auf die neuen Produkte, die bald kommen. Hört sich alles, wie gesagt, ein bisschen Sponsoring-Gelaber an, aber es ist tatsächlich so und ich danke allen, die mich heute unterstützt haben und natürlich vor allem meinem Lieblingstrainer Mike Köpers. Das wollte ich hören. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Dann danke dir nochmals für den tollen Kampf, danke dir für das Interview und alles Gute für die Zukunft. Danke. Danke. Danke, Mike.